Sorry. Wir klären heute, wie künstliche Stimmen funktionieren und was gute YouTuber ausmacht. Also, los geht's! Jimmy, es geht los! Hallo ihr Lieben, ihr seid hier bei Team Timster, die Kika-Show, die euch zum Medienprofi macht. Heute geht's um diese kleine Dame hier. Hatsune Miku, 1,54 Meter groß, 16 Jahre alt und ein echter Popstar. Hatsune Miku kommt aus Japan und hat schon über 100.000 Songs rausgebracht. Zum Vergleich, die K-Pop-Band BTS hat insgesamt 500 Songs rausgebracht. Der Name Hatsune Miku bedeutet übersetzt Klang der Zukunft und der Name passt total gut. Hatsune Miku ist nämlich kein echter Mensch, sondern eine künstlich erzeugte Stimme. Fans haben sie berühmt gemacht. Bezeichnungen, Cosplays, Latteart und sogar auf Rennautos. Als Popstar füllt sie riesige Konzerthallen und ist zum Beispiel schon mit Lady Gaga aufgetreten. Team Timster-Zuschauerin Ida kennt Hatsune Miku schon. Sie hat uns nämlich gefragt, wie werden digitale Stimmen wie die von Hatsune Miku erzeugt? Wow, Ida, Riesenthema und auch ziemlich kompliziert, aber wir kriegen das gelöst. Für einen Song kann man echte Instrumente benutzen. Oder man benutzt sowas hier. Warum ist das so schwer? Oh. Weil da tausende Instrumente drin sind. Dankeschön! Das hier ist ein Synthesizer, also ein Gerät, das Instrumente künstlich erzeugt. Zum Beispiel das hier. Eine Orgel. Oder eine Geige. Das macht total Spaß. Gesang gibt's übrigens auch. Aber eben ohne Worte. Ich zeige euch das mal. Um Worte zeigen zu können, müsste der Synthesizer unsere Sprache kennen und wissen, wie genau was ausgesprochen wird. Hinter Hatsune Miku steckt ein Unternehmen, das genau daran tüftelt, an Sprachsynthesizern. Krasser Zungenbrecher. Also sowas hier. Nur eben als Computerprogramm, um Sprache künstlich zu erzeugen. Ich zeige euch das mal. Das ist Hatsune Mikus Stimme. Hier an der Seite seht ihr Tasten, wie bei einem Klavier. Die bestimmen, welche Töne Hatsune Miku am Ende singen soll. Wir brauchen also erstmal eine Melodie. Okay, die Melodie ist jetzt fertig. Hören wir uns das Ganze mal an. Okay, das klingt schon mal wie Hatsune Miku, aber es fehlt natürlich noch der Text. Jimmy, ich glaube, ich schreibe einen Song über dich. Das Programm erkennt nur Japanisch und Englisch. Japanisch kann ich nicht, aber Englisch probiere ich mal. Jimmy ist ein toller Hund, ein schlauer Hund und ein süßer Hund. Okay. Jimmy ist so cute. Jimmy is the best dog. Jimmy is so cute. Jimmy is so cute. Jimmy is a smart dog. Jimmy is so cute. Ihr merkt, das ist gar nicht mal so einfach, so einen Song zu basteln, aber ihr könnt an jedem einzelnen Ton nochmal herumbasteln, Effekte ausprobieren und am Ende kommt natürlich auch noch Musik drunter. Wenn ihr das alles macht, dann kann Hatsune Miku am Ende krasse Songs singen. Hi, ich bin Max und habe Asphalthelden gelesen.
Das Buch gibt es auf Deutsch und auf Englisch. Ich lese das Deutsche. Es geht um amerikanische Schulkinder und sie alle gehen auf die Latimer Middle School. Der amerikanische Autor Jason Reynolds erzählt in 10 Geschichten von dem Nachhauseweg aus der Schule. Da ist zum Beispiel Pia, die immer auf dem Skateboard unterwegs ist, bis gemeine Jungs sie stoppen. Manche Geschichten sind traurig, andere lustig und einige auch überraschend. Meine Lieblingsgeschichte ist die von der Kurzhaar-Gang. So nennen die sich. Erst suchen und klauen sie in der Schule ganz viele Geldmünzen und auf dem Nachhauseweg kaufen sie sich davon so ganz alte Süßigkeiten wie Mint-Schokobonbons oder Schokobananen. Und dann verkaufen sie die für echt viel Geld weiter an Erwachsene. Kluger Trick, habe ich gedacht, aber auch irgendwie ganz schön gemein. Sie haben nämlich davon echt teures Vanille-Softeis gekauft. Aber wisst ihr für wen? Nicht für sich selbst, sondern für die Mutter von Bit. Die hat Krebs und hat sich so gefreut. Alle haben sich voll reingehängt für das Eis. Voll schön. Die Geschichten hängen nicht zusammen, aber sie haben Gemeinsamkeiten. Wie ein Schulbus, der vom Himmel fällt. Natürlich nicht in echt, aber die Kinder stellen sich das so vor. Ich fand das Buch cool. Ich finde, alle ab 10 Jahren und alle, die Geschichten aus dem Alltag und über Freundschaft und Zusammenhalt mögen, können es lesen. Tschüss! Max, danke für deinen Tipp. Übrigens, im Kino läuft gerade die Fortsetzung der Känguru-Chroniken und den Erfinder Marc-Uwe Kling kennt ihr vielleicht schon vom Neinhorn. Jimmy, also ich bin froh, dass ich dich als meinen Mitbewohner habe und kein verrücktes Känguru. Aber naja, wir durften hinter den Kulissen rausfinden, wie dieses Känguru überhaupt entsteht. Ich komme zurück. Annie, wieder. Wie bekommt man ein sprechendes Känguru auf die Kinoleinwand? Bei den Dreharbeiten treffen wir erstmal nicht das Känguru. Und bitte? Sondern einen anderen Darsteller. Hi, ich bin der Oscar. Ich spiele hier in dem Film mit. Ich spiele den Jesus. Und hier ist unser Set. Und da wird jetzt die nächste Szene gedreht. Im Kino wird die später so aussehen. Okay, aber ohne Känguru. Eine Wette. Wenn ihr es schafft, dann kriegst du auch noch die Konsole. Aber Mama! Keine Sorge, deine Oma ist eine harte Nuss. Die beiden verschwenden nur ihre Zeit. Na, das wäre ja nichts Neues. Nee, das wäre nichts Neues. Was ist denn, wenn ihr verliert? Wir haben doch nichts. Aber Moment, vor der Kamera sitzt ja gar kein Känguru. Stattdessen Schauspieler Volker Zack in einer Art Taucheranzug und mit einer verrückten Konstruktion am Kopf. Hinter den Kulissen kann sich Volker direkt anschauen, wie daraus am Computer das Känguru wird. Aber zwinkern die Augen so wie meine? Dein Zwinkern ist das Zwinkern von Känguru. Ist das Original von mir? Das guck mal, das... Guck. Ja. 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 Wie geil ist das denn? Meine Augenbewegung ist genau wie die beim Känguru. Yeah! Durch diese Kamera. Das ist die Känguru-Kamera. Ja. Und schon muss ich wieder drehen. Dafür laufen schon die Vorbereitungen. Und zwar mit diesem Ding hier. Was ist das denn? Das benutzen wir, um nachher das Känguru in den Film zu integrieren. Das heißt, die Leute, die im Studio im 3D das Känguru nachbauen, benutzen dieses Fell als Referenz. Dann gibt es noch diese Farbtafel, die ist auch noch ganz wichtig. Und mit diesen Elementen können wir das Känguru nachbauen in 3D. Wir nennen ihn Chucky. Wieso Fell und Gesicht vom Känguru so echt aussehen, wissen wir jetzt. Aber wie bewegt sich das Känguru? Das hängt mit diesem Anzug zusammen, den Volker trägt. Der überträgt jede Bewegung von ihm in den Computer. Das ist wirklich jede kleinste Bewegung, selbst die Hand. Hier habe ich einen Sensor dran. Und hier sind auch noch kleine Sensoren drin. Alles, sogar die Finger sind da. Und alles, was ich mache, auch die kleinsten Bewegungen sind zu sehen. Ich kann nicht erkennen. Wir müssen das nochmal machen. Das ist entwürdigend. Und den Beutel bitte andersrum. Für entsprechendes Känguru im Kino braucht man also Volker und viel Tricktechnik bei den Dreharbeiten. Jimmy, ich weiß, du bist ganz aufgeregt. Du hättest auch gerne im zweiten Teil mitgespielt.
Echte Jimmy-Fans wissen nämlich, dass Jimmy im ersten Teil mitgespielt hat. Hallo zu meiner Late-Night-Show. Kleines Mädchen. Wie ist sie denn? Ah. Hallo. Worum geht's denn heute bei dir? Um das Voice. Ha. Um das Voice-Over. Sicher habt ihr das schon mal gesehen. Da läuft eine Dokumentation über irgendein seltenes Tier oder so und eine Stimme spricht über die Bilder und erzählt dann informative und wichtige Sachen. Das nennt man Voice-Over, also die Stimme darüber. Das gibt's auch bei Interviews mit ausländischen Leuten. Die sprechen dann weiter in ihrer Sprache und ein Voice-Over in unserer Sprache übersetzt das dann. Ich demonstriere das mal mit meinem Bruder. Hallo, großer Bruder. Ey, hi, schön, dich zu sehen. Was hast du denn heute so gemacht? Das geht dich gar nicht. Viele schöne Sachen. Erzähl doch mal. Oh, sag gut, mal, dass du fragst. Ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, was für eine tolle Late-Night-Show meine Schwester hat. Das habe ich doch gar nicht gesagt. Und was machst du nach der Show? Auch das geht überhaupt nichts an. Da sitze ich auf dem Sofa und lutsche am Daumen. Hey, jetzt zeig ich mal einen neuen Filmbegriff. Das Tritt-Over. Aua! Wisst ihr, was ihr mich alle mal könnt? Nicht. Ihr könnt mich alle mal ab. Also dann, tschüss und bis zum nächsten Mal. Ihr schickt uns jede Woche super viele Fragen auf teamtimster.de. Ein Thema, das in super vielen von euren Fragen vorkommt, ist YouTube. Und wir wissen alle, es gibt jemanden im Team Timster, der sich mit YouTube noch besser auskennt als Jimmy und ich. Robin. Ich schicke ihm einfach mal eure Fragen. Oh, eine Nachricht! Aha, Soraya hat mir eure Fragen über YouTube geschickt und die beantworte ich euch natürlich super gerne, denn ich bin ja YouTuber. Die erste Frage, die kommt von Violetta und Violetta fragt, ab wann sollte man YouTube am besten starten? Zuallererst, YouTube darf man, wenn man noch keine 18 Jahre alt ist, nur nutzen, wenn die Eltern dem auch zustimmen. Aber das Alter ist nicht wichtig, du kannst dir Zeit lassen. Ich habe angefangen, da war ich noch 15, aber Gronkh, einer der größten Gaming-YouTuber überhaupt, der war fast 30 Jahre alt und auf dem Kanal Senioren zocken, da spielen sogar Omas und Opas gemeinsam Videospiele. Wenn ich groß bin, dann werde ich auch YouTuber. Ah, huh. Oh, die nächste Frage ist da und die kommt von Enrico. Wie wird man ein guter YouTuber? Frage an Paluten oder so. Moment. Paluten? Also, wir haben hier jemanden, der möchte gerne wissen, wie man ein guter YouTuber wird. Also, ich darf das beantworten für dich. Ja, das mache ich natürlich gerne. Ich beantworte das einfach. Das ist super. Das war gar nicht Paluten, oder? Ich würde sagen, es gibt gar keine guten und auch keine schlechten YouTuber, denn alle Leute finden ja unterschiedliche Sachen gut und interessant. Und ein YouTuber, den du magst, den mag vielleicht jemand anders nicht. Aber um generell besser zu werden, da drin Videos zu machen, sind hier meine Tipps. Nummer 1, üben, üben, üben. Das bedeutet einfach viele Videos machen und verschiedene Sachen ausprobieren. Und diese Videos musst du theoretisch nicht mal hochladen. Wichtig ist nur, dass du jedes Mal was Neues lernst. Zweitens, Neugierde wecken. Du musst deine Videos so gestalten und so verpacken, dass die Leute auch draufklicken. Und die meisten Klicks bekommst du, indem du einen guten Titel und ein gutes Vorschaubild hast. Das sollte Leuten das Gefühl geben, hey, dieses Video will ich sehen. Und dann sollte das Video natürlich auch noch so gut sein, dass sie es bis zum Ende dann auch angucken. Und wenn das passiert, dann sorgt YouTube ganz automatisch dafür, dass dein Kanal wächst. Und drittens, das ist eigentlich der wichtigste Tipp, du solltest Spaß dran haben, YouTube zu machen. YouTube sollte immer ein Hobby sein. Und Hobbys sollten natürlich Spaß machen. Und wenn du Spaß hast, dann merken das auch deine Zuschauer. Und das macht dich zu einem guten YouTuber für die. Oh, jetzt habe ich schon die nächste Frage. Die kommt von Leonie. Sagen YouTuber immer die Wahrheit? Tja, das wunderschöne Bild vom Sommerurlaub, das könnte auch manchmal nicht ganz echt sein. In ganz vielen Stories, in ganz vielen Videos, auf ganz vielen Bildern sehen Influencer immer wunderschön aus, aber in ganz vielen Fällen ist es einfach nur ein Schönheitsfilter. Und das Produkt, für das dein Lieblings-YouTuber wirbt, vielleicht hat er das nie ausprobiert, weiß vielleicht sogar, dass es schlecht ist oder weiß nicht mal, was für ein Produkt das eigentlich ist, was er da bewirbt. Hey Leute, ihr kriegt mit meinem Code ROBBUBBLE 20% Rabatt auf WUFF Plus Pro super leckerer Proteinshake. Mmh. Ah. Wie, das ist für Hunde!
Natürlich lügen nicht alle YouTuber und YouTuberinnen immer, aber man sollte auch ein Auge darauf haben, wobei sie vielleicht gerade flunkern könnten. Das hier zum Beispiel, das wäre eher was für Jimmy. Danke, Robin. Denkst du auch, was ich denke? Tschüss! Thank you.